Ergonomie am Arbeitsplatz Teil 2. In der letzten Woche haben wir ganz kurz erläutert, was überhaupt in Ergonomie am Arbeitsplatz zu verstehen ist. Heute schauen wir uns nochmal genauer an und dafür blenden wir auch ein paar Fotos mal ein. Tastaturen, Maus zum Beispiel oder Handballenauflagen sind am Tisch selber direkt das beste Mittel, um ergonomisch zu arbeiten. Wenn man die ganze Zeit mit den Fingern tippt, ist eine Tastatur mit einer Neigung oder wenn man es kann, mit einer rechten und linken Teilung der Tastatur kann man die Hände entlasten. Auch Mäuse gibt es neben der klassischen Desktop-Maus, Mäuse, die hochkant gelagert sind, wo die Hand einfach viel besser reinpasst. Ein wenig Übungssache und natürlich ein bisschen Feeling, ob man damit gut zurechtkommt, ist es schon. Was immer sehr gut kommt, ist eine Handballenauflage, damit die Hände nicht immer flach aufliegen und nach oben in die Tastatur greifen. Auch da sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr dankbar für. Und für Personen, die vielleicht etwas kürzer geraten sind, da hilft zum Beispiel auch eine Fußstütze am Arbeitsplatz unterm Tisch. Ja. Und wenn das Ganze dann im richtigen Licht steht, da gehen wir dann nächste Woche drauf ein, wenn wir uns die Beleuchtung am Arbeitsplatz etwas genauer anschauen.